Guten Tag, Herr Crispin. Guten Tag, Herr Doktor. Bitte nehmen Sie Platz. Mein herzliches Beileid. Danke. Ich war nicht auf der Beerdigung. Aber ich bitte Sie. Ich war verreist. Vor 2 Wochen hat Dr. Bethelsen bei einem Verkehrsunfall seine junge Frau verloren. Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich im Moment noch keine Sprechstunde abhalte. Ja, natürlich. Ja. Wir sehen uns dann vielleicht in der nächsten Woche zur gewohnten Zeit. Die Bekanntschaft des schweigsamen Herrn Crispin verdankt Dr. Bethelsen seiner Frau Ulla. Sie hatte Crispin im Flugzeug kennengelernt und kurz darauf geht er zu Dr. Bethelsen in Behandlung. Was der Psychologe aus ihm herausbekommen hat, ist herzlich wenig. Crispin hat Geld, aber starke Kommunikationsschwierigkeiten, deren Ursache Bethelsen noch nicht erkennen kann. Ich glaube, ich erwähnte schon zu Anfang, dass ich im Moment noch keine Sprechstunde abhalte. Ich bin Ihnen dankbar dafür. Wofür? Vielleicht sollten wir uns erst in ein paar Wochen wiedersehen. Warum? Über den Grund können wir beide ja nachdenken. Jeder für sich. Nein, nein. Ich komme wieder. Wir sind noch nicht fertig. Wir zwei. Ein schwieriger Mann, dieser Herr Crispin. Er verbirgt etwas und Bethelsen kommt nicht dahinter. Dr. Bethelsen ahnt nicht, dass aus der Beziehung zu diesem Menschen eine für ihn lebensbedrohende Situation entstehen wird. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Dich kenne ich ja gar nicht. Was suchst du denn bei mir? Mietz? Wo bist du denn? Mietz? Mietz?
Frau Werner, guten Abend. Sie haben nicht zufällig eine schwarze Katze hier vorbeilaufen sehen. Nein, Herr Doktor, sind Sie abergläubisch? Nein, das nicht. Das wird auch gar nicht zu Ihnen passen. Mir ist das Tier heute Abend plötzlich zugelaufen. Vielleicht hatte sie Angst vor dem Schäferhund der Kühlmanns. Den habe ich nicht gesehen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Kann ich Ihnen nicht beim Suchen helfen? Nein, vielen Dank. Das ist nicht notwendig. Na, das gefällt dir wohl auf unserem, auf meinem Bett. Was soll denn das? Na, dann eben nicht. Was machst du denn? Mitten in der Nacht? Hm. Wenn es unbedingt sein muss, kann ich dich auch rauslassen. So. Ja. Dann wollen wir mal. Also, was ist? Mietz, komm. Na, dann eben nicht. Du bist wirklich sehr kapriziös, liebe Katzendame. Hast du Angst vor mir? Ich tue dir doch nichts. Na komm, ich hol dich da runter. Mach, was du willst. Ich muss jetzt weiter schlafen. Ja, sag mal, was machst du denn im Schrank? Woher weißt du denn, was Frauchen hier alles versteckt hat? Na komm. Am liebsten hat Frauchen Krebsfleisch gegessen. Vielleicht magst du das auch? Ah, hier ist ja noch eine Dose. Kann ich Ihnen behilflich sein? Das könnten Sie. Ich suche ein Buch über Katzen. Einfach so über Katzen oder denken Sie an was Bestimmtes? Ja, ich möchte zum Beispiel wissen, ob diese Tiere einen sechsten Sinn haben. Das werden Sie aber im Brems Tierleben nicht finden. Aber ich glaube sogar, es gibt sowas.
Ich muss mal im Katalog nachschauen. Moment bitte. Dankeschön, ist furchtbar nett. Monatelang hat Ulla nach diesem Clip gesucht und du findest ihn so einfach. Wo steckst du denn nun wieder? Ach, du weißt sogar genau, wo der Schmuck hingehört. Na komm. Na komm. Komm, ich setz dich runter. Na komm, ja. So, siehst du. Bethelsen? Ach, guten Morgen, Herr Crispin. Ja, dann müssen wir den Termin leider absagen. Ach so, Sie wollen einen späteren, also nicht um 14 Uhr, sondern... Nein, später als 20 Uhr möchte ich nicht.
Gut, ich erwarte Sie dann heute ausnahmsweise nicht zur gewohnten Zeit, sondern um 20 Uhr. Einverstanden. Gut, Wiedersehen, Herr Crispin. Bitte? Ich deponiere hier den Schmuck meiner Frau. Die Bank nimmt von dem Inhalt des Schrankfaches keine Kenntnis. Der Mieter hat selbst dafür zu sorgen, dass die eingebrachten Gegenstände keinen Schaden nehmen. Deshalb ist es ausdrücklich untersagt, das Fach zur Aufbewahrung von Sprengstoff oder anderen feuergefährlichen Sachen zu benutzen. Der Mieter ist für jeden Schaden auch dann verantwortlich, wenn er die gefährlichen Eigenschaften der eingebrachten Sachen nicht gekannt hat. Mir ist das ein Rätsel. Wie meine? Dass ich so plötzlich auf die Idee komme. Ich habe nämlich zu Hause selbst einen Safe. Na ja, wenn die Frau Gemahlin den Schmuck nicht mehr tragen will. Hier ist er jedenfalls sicher. Seit wann ist Ihre Frau Mutter tot? Ich kann mich nicht erinnern, dass Sie jemals von ihr gesprochen haben. Ist sie erst kürzlich gestorben? Sie war eine wunderbare Frau. Erzählen Sie mir von ihr. Erinnern Sie sich doch bitte an alle positiven Momente. Wann haben Sie Ihre Mutter das letzte Mal gesehen? Beschreiben Sie mir, wie das war, als Sie zu ihr kamen. Wissen Sie noch, was sie anhatte? Sie besaß sehr schönen Schmuck. Gab es Edelsteine, die sie besonders liebte? Brillanten und Perlen. Hatte sie viele Schmucksachen? Wie sah der Schmuck aus, den sie am liebsten trug? Ein Blütenblatt mit Brillanten an einer Perlenkette. Und dann die Ohrklips. War dieser Schmuck ein Geschenk von ihm? Oder von ihrem Vater? Verband ihre Mutter mit diesem Schmuck eine besondere Erinnerung? Ich denke daran, dass Frauen das Ereignis, zu dem sie beschenkt werden, oftmals höher einschätzen als den Wert. Ich nehme an, Ihre Frau Mutter war blond. Woher wissen Sie das? Ich kann es mir denken. Sie war für Sie die schönste Frau auf Erden, nicht wahr? Sie haben sie über alles geliebt. Und Sie erinnern sich noch genau daran, wie Sie sie zärtlich in die Arme genommen, wie sie Ihnen Trost zugesprochen hat. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick, Herr Crispin. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sie eine besonders liebevolle Ausstrahlung besaß, ihre Frau Mutter. Hat sie etwa so ausgesehen? Ja. Ich denke, Sie verwechseln da etwas, Herr Crispin. Sie bewundern nicht Ihre Mutter, sondern meine Frau. Eine Pistole. Doch nicht etwa geladen. Doch, schussbereit. Was
wollen Sie damit erreichen? Es macht mir Mut. Wozu? Sie um etwas zu bitten, was Sie mir freiwillig sicher nicht geben werden. Herr Crispin, Sie stecken jetzt sofort die Pistole wieder ein. Ich bin heute zum letzten Mal hier. Und ich bin ganz allein mit Ihnen. Heute Abend wird uns keiner mehr stören. Ich bin der Letzte. Ach, deshalb haben Sie den Termin verschoben. Sie können über mich denken, was Sie wollen. Meine Probleme lösen Sie doch nicht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr arbeiten, ich kann nicht mehr schlafen. Immer muss ich an Sie denken. Tag und Nacht. Ich brauche nur die Augen zu schließen, dann steht sie vor mir. Kommen Sie. Was haben Sie vor? Wir gehen jetzt in den Wohnraum. Und dort werden Sie den Safe öffnen. Wo Sie Ihren Schmuck verwahren. Ihren. Ich will die Halskette und die Ohrclips. Ich zahle den Betrag, den Sie verlangen. Gehen Sie. Der Schmuck ist unverkäuflich und für Sie unerreichbar, Herr Crispin. Sagen Sie das nicht. Deshalb habe ich die Pistole mitgebracht. Sie machen einen Fehler, wenn Sie mir nicht glauben. Der Schmuck ist für Sie wirklich unerreichbar, Herr Crispin. Das werden wir ja gleich sehen. Woher wissen Sie eigentlich, dass meine Frau ihren Schmuck in diesem Safe aufbewahrt? Sie hat es mir erzählt. So? Das glaube ich nicht. Öffnen Sie! Wo ist der Schmuck? In einem Banksafe. Seit wann? Seit heute Mittag, 14 Uhr. Sie haben mir eine Stunde Freizeit verschafft, weil Sie um 14 Uhr nicht kommen wollten, Herr Crispin. Diese Zeit habe ich genutzt. Darf ich? Am besten wird es sein, wenn ich Ihnen jetzt ein Taxi rufe, das Sie auf dem schnellsten Wege nach Hause bringt. Dort nehmen Sie ein starkes Schlafmittel und morgen werden wir weiter über diese Angelegenheit sprechen. Einverstanden? Warum rufen Sie nicht die Polizei an? Warum lassen Sie mich nicht einsperren? Genügt das immer noch nicht, was ich gemacht habe? Sie wollen mich nur kleinkriegen. Ich brauche Sie. Sie brauchen meine Hilfe. Kommen Sie. Mietz? Wo bist du denn? Eben hast du... Ach, die Tür steht ja offen.